Hallo und herzlich willkommen zu Folge 115 von Gothic 2, der Weg des Schläfers. Wir sind zurzeit oben auf dem alten Kastell, haben mit Goluman, Gorkumar, Gornagruus und Gortorvit hier oben alles kurz und klein gehackt. In der letzten Folge habe ich mich ein bisschen auf Abwägen begeben und bin da hinten Richtung Bergfestung gerannt. Und da haben wir quasi so eine Verewigung der Modder uns anschauen können und haben noch ein paar Skelette vermöbelt. Aber ansonsten... Ja, nichts weiter groß. Ein paar Harpien auf dem Weg geschlachtet, ne, was man halt so macht. So, wir schlafen mal bis Mitternacht und hoffen, dass es jetzt hier was ergibt. Der Angriff soll ja nachts stattfinden. Aber Goluman... Ah! Hast du das gehört? Das war das Zeichen! Brüder, jetzt erfüllen wir unsere Pflicht, für die der Schläfer uns hierher entsandte. Fallen wir den Orks in den Rücken, um sie von beiden Seiten zu schwächen. Haltet nach dem Befehlshaber der Orks Ausschau. Ihn zu töten ist unsere Aufgabe. Für den Schläfer. Angreifen. Szenenwechsel, 9 Uhr morgens. Ha, Offscreen-Schlacht. Uff. Hatte ich leider allerdings schon erwartet, dass das passieren könnte. Ah. Oh, das wollte ich so natürlich nicht. Kapitel 4 steht vor uns. Leider ist das große Ereignis genauso wie im Kapitel zuvor. Und da muss man wirklich von leider sprechen. Offscreen ja, vollzogen worden. Also da muss man sagen, auch wenn die Mod ziemlich vieles sehr gut macht und auch sehr gut konzipierte Story hier liefert, ist es dann doch schade, dass die Groß-Events dann tatsächlich immer wegfallen. Das ist wirklich ein bisschen... Ja, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber okay. Goluman, wo sind wir hier? Ja, wir sind im alten Lager, du Schwachkopf. Das sieht doch jeder, der Augen im Kopf hat. Zustand? Wurde ich etwa verwundet? Interessant, dass das übrigens so ein Dialog ist. Ich erinnere mich nur, wie wir das Kastell verließen. Alles andere ist weg. Tage? Wie lange? Wie lange genau? Ich sehe, euch schmeckt das nicht wirklich. Ja, irgendwie sehe ich es nicht, weil ich kriege ja den Gegendialog nicht rein. Hm, seltsam. Ihr nehmt ihn eure Zeit als Butler wirklich übel, oder? Ist die Schlacht ausgegangen? Dass wir gesiegt haben, kannst du dir sicherlich denken. Aber es war ein teurer Sieg. Die Orks haben früher und härter angegriffen als erwartet und die Gardisten auf dem falschen Fuß erwischt. Ihr Kommandant ist beim ersten Ansturm gefallen, wie man mir erzählt hat. Als er auf dem Schlachtfeld ankam, war es ein ungelenktes Gemetzel. Die Söldner kamen zudem erst, nachdem Gornagruus den Ork-Anführer erschlagen hatte. Gomez hat getobt vor Wut. Das wird ein Nachspiel haben, denke ich. Gornagruus hat den Anführer tatsächlich erschlagen? Ja, hat er. Oh nein, sagt jetzt nicht, er ist gefallen. Doch, ich sah es mit eigenen Augen. Schon lange habe ich keine solche Trauer verspürt. Und diese Wut. Ich verstehe nun, wie Coelvado sich fühlen muss, wenn einer seiner Männer fällt. Ich kann das nicht glauben, wir haben so viel gemeinsam durchgemacht. Ich habe ebenfalls oft an seiner Seite gekämpft. Aber länger beim Orden als die meisten und ein großes Vorbild, als ich noch als Novize diente. Echt so lang? Novize Ringier brachte die Nachricht, dass er bereits angemessen zur letzten Ruhe gebettet worden ist. Ich wäre gerne dabei gewesen, aber ich konnte dich nicht alleine hier mit diesen Leuten zurücklassen. Aus welchem Grund tragt ihr eine Waffe der Orks? Das tut doch sonst nur Gortorvit. Was ist mit eurem Schwert passiert, Goluman? Während der Schlacht ist die Klinge gebrochen. Damit konnte ich schlecht weiterkämpfen. Um zu überleben, habe ich mir die nächstgelegene Waffe geschnappt, die ich gefunden habe. Und das war nun mal diese hier. Irgendwo auf dem Schlachtfeld liegen die abgebrochenen Klinge und der Griff des Schwertes sicher herum. Wie konnte es dazu kommen, dass eure Klinge bricht? Wahrscheinlich, weil sie in letzter Zeit viel zu wenig gepflegt wurde von mir. Ich stand einem Ork gegenüber, der wohl zu den Starken seiner Art zählte. Und Orks sind von Natur aus bereits sehr kräftig.
Ich wehrte einen wilden Hieb seiner Axt unglücklich knapp oberhalb der Parierstange ab. Dabei ist die Klinge wohl angebrochen. Beim nächsten Schlag hatte ich dann nur noch ein Schwert ohne Klinge in der Hand. Ah, ich verstehe. Könntet ihr mich vielleicht zum Schlachtfeld begleiten? Du musst es mit eigenen Augen sehen, nicht wahr? Ja, zumindest ein einziges Mal, bevor wir zur Bruderschaft zurückkehren. So soll es sein, aber der Anblick wird dir nicht gefallen. Folge mir. Das Vermächtnis, Kapitel 4. Genau so soll wohl dann Kapitel 4 auch beginnen. Na, sieh mal einer an, du hast ja doch überlebt, zäher Hund. Sieht so aus, ich bin dem Reich des Schläfers nochmal von der Schippe gesprungen. Ja, wie auch immer. Wie hast du die Schlacht gegen die Orks überstanden? Ich habe mich im Vorfeld ja vor allem um die Planung der Verteidigung und das Aufstellen der Linien gekümmert. Bei der Schlacht selbst war ich ein wenig im Hintergrund, hab's von den Fellviechern von hinten... hab eins von den Fellviechern von hinten erschlagen. Das Biest war kurz davor, Taurus einen Kopf kürzer zu machen. Ich habe meinen Teil geleistet. Klingt eher danach, als ob du dich ein wenig zurückgehalten hast. Quatsch, ich kann schon beschissen gut kämpfen. Und was hast du jetzt vor? Wieder die Minenkonvois überwachen? Auch das, der Erzhandel muss schließlich am Laufen gehalten werden. Doch bevor der Alltag wieder eintritt, habe ich noch diesen Kato auf meiner Liste. Ist das eine persönliche Sache für dich? Nein, das ist für die Sicherheit des Lagers. Der Kerl ist zu oft erfolgreich gewesen. Das soll endlich ein Ende haben. Das klingt aber doch ziemlich persönlich. Verdammt, ja, ich will mir das Schwein einfach holen und tot im Dreck liegen sehen. Hast du schon einen Plan, wie du Kato aus der Reserve locken willst? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Ich meine, in meinen Gedanken habe ich ihn schon hunderte Male abgestochen. Einen konkreten Plan habe ich aber noch nicht. Bei sowas bin ich eher spontan. Da scheinst du Kato ja gar nicht so unähnlich zu sein. Wie gut kennst du ihn? Kaum, sagen wir mal so. Ich kam nicht daran vorbei, ihm im neuen Lager über den Weg zu laufen. Na, das passt schon. Kann ich dabei denn auf deine Hilfe zählen? Komm, warum nicht? Ich werde dich bei der Sache mit Kato unterstützen. Was schwebt dir vor? Gut, freut mich, dass du dabei bist. Halten wir den Plan so einfach wie möglich. Im neuen Lager ist Kato nicht zu greifen, also muss er rausgelockt werden. Macht Sinn. Du musst dir einen Vorwand ausdenken, damit sein Interesse geweckt ist und er nicht widerstehen kann. Was könnte das bei Kato sein? Wenn er eine ausgiebige Beute bei einem Raubzug wittert, schlägt ihm das und er wird mit Sicherheit darauf anspringen. Und dann warte ich mit einigen Männern im Schutze des Waldes und weide den Scheißkerl aus. Die Tiere können seine Überreste haben. Sehen wir erstmal zu, dass das alles auch funktioniert. Ich gebe dir dann Bescheid. Naja, ich leite alles in die Wege. Ein paar Veteranen der Garde und ich werden bereit sein. Wir können dann wohl weiter. Interessante Sache. Das mit dem guten Fred. Ich will nur ganz kurz nochmal neu laden. Und weigern. Also mich verweigern. Denn das war jetzt schon wieder ganz schön holprige Sache. Aber ich kann doch bestimmt das Ganze überspringen und den direkt, genau, Kapitel 4, bla bla bla, er läuft sowieso vor. Huch, was ist denn jetzt passiert? Ich wurde wohl eben zurückgesetzt. Ist Fred schon da? Warum ist jetzt Fred nicht hier? Kommt er noch? Mensch, warum ist es denn immer so kompliziert? Jetzt ist der Fred nicht hier. Ich würde sagen, dann laden wir einfach neu und hoffen einfach mal, dass es nur diese eine Möglichkeit gibt, nämlich die Quest anzunehmen. Und dann aber keine Alternativquest ausgeschlagen wird auf der anderen Seite. So, Ulbert und Aaron lassen wir mal gerade noch in Ruhe. Da liegt Brabak tot im Dreck, oder was? Tatsache. Hat sogar ein bisschen was dabei. Nett. Ich hätte das nicht gedacht. Und, was gibt's Neues? Brabak ist in der Schlacht gefallen. Ein großer Verlust für uns alle. Ja, wir hatten auch Verluste. Schwere. Nur das neue Lager nicht, diese feigen Lumpen. Wundert mich, dass Silvardus sie unbedingt dabei haben wollte.
Aber Gomez war damit einverstanden. Weiß Innos, wie ihr ihn dazu überreden konntet. Sagst du es nochmal dasselbe? Ja, scheinbar schon. Das heißt, wir können Brabax Ring an uns nehmen und ihn jetzt hier liegen lassen. Warum auch immer. Er muss das ja besser wissen. Wo ist denn eigentlich Diego? So, Fred steht wieder hier. Ach, Diego ist da vorne. Wo ist Luman überhaupt hin? Hey, ich dachte, du wärst tot. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Das ein oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Jemanden wie dich kriegt man anscheinend nicht so schnell klein. Hör mal. Du bist doch ein Kerl, der viel in der Kolonie rumkommt. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ah, klingt danach, als ob du was von mir willst. Ach, nur eine Kleinigkeit. Könnte genauso gut jeder andere machen. Wenn du mal bei der Fassmine vorbeikommen solltest, sag den Jungs Bescheid, dass wir eine Liste brauchen. Sie wissen dann schon Bescheid. Und warum sollten sie mir glauben, wenn ich das sage? Weil du ihnen sagst, Diego schickt dich. Ansonsten kannst du mir nur helfen in Bezug zu Stärke. Genau, das brauchen wir jetzt gerade aber nicht. Und hoffen, dass Gorluman jetzt nicht verschwunden ist. Denn ich habe keine Ahnung, wo das Schlachtfeld sein soll. Wo ist Gorluman? Wo ist er hin? Ist der irgendwo hier? Ah, da muss ich wohl neu laden. Meine Herrschaften, ey, das gibt's doch nicht. Jetzt aber nicht stehen bleiben kann, das verstehe ich nicht. So, jetzt halten wir mal uns mal hier ein bisschen. Behalten wir den mal im Auge. Das heißt, wir nehmen Brabak aus. So, bleibt jetzt stehen. Oder läuft er einfach weiter? Ich glaube, der läuft einfach weiter. So, bla 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 bla. Und tschüss. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ja, da rennt er raus. Diego, nein, geh weg. Ich kann jetzt nicht. Diego, ich kann nicht. Danke dir. Okay, das mit Gorluman ist eine blöde Sache, dass der einfach nicht. Also, was soll das? Das heißt, ich muss jetzt wirklich. Warte mal, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, bleibt der stehen? Der muss doch stehen bleiben. Jetzt bleibt er wieder stehen. Das ist ja echt eine komische Angelegenheit. So, bleibt er stehen? Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Scheinbar nicht. Okay, Torus hat ja im Prinzip sowieso keine essentielle Information für uns. Jetzt bleibt Gorluman wieder stehen. Bleibt er wieder stehen? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Nee, jetzt natürlich nicht mehr, klar. Wie gesagt, wir kommen noch auf Diego zu. Das sollte ja nicht davonrennen. So, Luman. Es ist übrigens Kapitel 4. Bin mal gespannt, wie viele Kapitel es geben wird. Auf jeden Fall ist der Mallred auch wieder da. Mal gespannt, was sich jetzt in Kapitel 4 hier alles ändern wird. Wir haben ja im Prinzip auch die Falle, Nebenquest von Fred. Wir haben hier die Quest, die Überreste von Golumans Schwert zu finden. Führungslos ist irgendwie immer noch da. Und ja, der faule Eisdancer befindet sich auch noch in unserer Ding, in unserem Logbuch. So, war das Schlachtfeld denn hier vorne dann irgendwo? Höchst vermutlich, ne? Wäre ja Sinn der Sache, dass es da oben ist. Von wo sollten sie auch sonst kommen? Die Orks. Da ist jetzt auch direkt ein Scavenger. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Es sind sogar schon Skelette zu finden hier. Wahnsinn. Wir sind da. Seh dich ruhig ein wenig um. Ich warte hier. Keine Sorge, es dauert nicht zu lange. Gut, ich will wirklich nicht länger als nötig hier bleiben. So, das heißt, er bleibt jetzt hier stehen. So, bitte, das Skelett hat nichts dabei. Und auch die Ork-Leiche hier ist leer. Oh, der hat aber was dabei gehabt. Fleischwanzen finden sich hier natürlich jetzt auch. Also dieser kleine Pass hier, der ist jetzt halt gut mit Leichen gefüllt. Also hier ging schon die Post ab. Also wie gesagt, schön in Szene gesetzt haben sie das ja schon. Das steht außer Frage. Und ein paar Waffen finden wir hier sogar auch noch. Wenn auch nur Waffen. Aber ich denke mal, alles weitere von Wert wurde bereits geplündert. Auch die Waffe, die hier im Boden steckt, kann man gar nicht mitnehmen.
ein Schwert der Königsgarde. Ich meine, letzten Endes können wir jetzt hier zumindest die Truhe öffnen. Denke ich mal. Das sieht schon echt krass aus. Also wie gesagt, das Eindruck macht's. Keine Frage. So, hier liegt noch ein Gardist. Ich habe nichts, was ich damit benutzen könnte. Wie, habe ich keinen Dietrich dabei oder was? Wurde mir die abgenommen? Oder war das jetzt hier bezogen auf die Fackel? Ich würde sagen, wir haben ja unsere Sachen noch. Ach, die geht einfach so auf. Aber ich hatte sie bereits geplündert und habe das wieder vergessen. So, ein paar Gardisten haben sogar mehr dabei als einfach nur ihr Schwert. Also wir haben zumindest das zerbrochene Schwert. Also schätze ich mal die Hälfte. Also sprich die Klinge. Das war mal Gordelumans Schwert. Wert von 3. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir noch einen zweiten Part davon finden müssen. Man sieht hier allerdings wirklich keine Leichen vom Sumpflager, nur Ork-Leichen und tote Gardisten. Und Fleischwanzen. Es ist ja auch klar, dass wir hier keine große Beute machen können. Aber so ein bisschen was lässt sich ja doch noch finden. Und gab es nicht noch diesen einen Kerl, der, dem wir irgendwie Orkwaffen vorbeibringen können? Ich glaube, da war sogar noch was. Da hinten ist sogar noch ein Orkspeer. Der natürlich auch noch auf den Deckel kriegen wird, wenn er sich uns nähern sollte. Und da hinten haben wir doch auch gleich noch 100 Orkhunde oder was? Also hier gebe ich die Post ab. Das heißt, unsere Erkundungstouren in Kapitel 4, die werden auf jeden Fall ausgiebig sein. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Da wird es viel zu holen geben. Der ist natürlich der Erste, der hier von uns jetzt gerichtet wird in Kapitel 4. Wie gesagt, die Orkhunde da hinten, die machen mir tatsächlich ein bisschen Angst. Und scheinbar ist es doch nur Gorlumans Schwert, das wir als einen Gegenstand zurückbringen werden. So scheint es zumindest. Das ist zumindest nicht irgendwo noch ein Griff gefunden oder so. Könnte aber sein, dass es sich hier irgendwo noch verbirgt. Wir gucken mal, ob wir mit Gorluman sprechen können. Vielleicht genügt das ja bereits. Ah, Tatsache. Ich habe die Klinge und den Griff eures Schwertes auf dem Schlachtfeld gefunden. Du hast dir tatsächlich die Mühe gemacht, die beiden Teile zu suchen. Naja, es war irgendwie nur ein Teil, aber egal. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich habe sowieso nie eine große Bindung zu dieser Klinge gehabt. Eigentlich hatte ich vor, das Schwert, das Sweet mir, wie bei allen Templern auch ein neues Schwert fertigt. Aber ich weiß nicht, ich möchte einfach eine besondere Klinge, die perfekt zu mir passt. Seid ihr mit dem Schmiedearbeiten von Sweet nicht zufrieden? Doch, seine Fähigkeiten stelle ich keineswegs in Frage. Er ist der Meisterschmied unserer Bruderschaft. Allerdings auch der Einzige. Und er wird keine Zeit haben, um auf meine besonderen Wünsche einzugehen. Tja, wo soll ich ein solches Schwert für euch finden, das genau für euch, also wie für euch geschaffen ist? Ich kann mich erinnern, dass Huno im Außenring des alten Lagers ein sehr guter Schmied ist. Ja, ich denke, dass ich ihn aufsuchen werde. Hoffentlich hat er Zeit, um für mich eine spezielle Arbeit anzufertigen. Jetzt nach der Schlacht brauche ich auch etwas Abstand, einen Moment für mich. Ich kann nicht sofort wieder meinen Aufgaben nachkommen, als wäre nichts gewesen. Wenn du willst, kannst du mich ja später aufsuchen. Es kann nicht schaden, sich während der Wartezeit ein wenig mit einem seiner Brüder zu unterhalten. Vorher solltest du aber zurück zur Bruderschaft. Benutze die Rune, die du bei dir trägst, und sprich mit Cor Elvado. Ja, das werde ich tun. Wir sehen uns dann später. So, das heißt, wir haben jetzt wieder Freigang. Können, wie gesagt, erneut die Kolonie erkunden. Vielleicht jetzt sogar allumfassender als je zuvor. Ich meine, sind wir an uns selbst gewachsen, haben 26 Lernpunkte und das nächste Level-Up ist auch gar nicht so weit entfernt. Das könnte man alles in Stärke scheppern und vielleicht ein bisschen besseres Schwert erwerben. Oder wir investieren nochmal in Zweihand.
Da wird es aber schwierig, nochmal auf 60% zu kommen. Das wird einiges an Lernpunkten kosten. Und ich weiß nicht, ob sich das rechnet. Aber eventuell schon, weil dann könnten wir eventuell mit dem Gortorbit noch irgendwie sprechen. Vielleicht kann der uns beibringen, dann sogar zwei Händler mit einer Hand zu führen. Das wäre ja bombastisch. Aber das werden wir dann sehen. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns erstmal im alten Lager aufhalten, vielleicht direkt zu Huno laufen und dann mit dem guten Golumar nochmal sprechen. Also die Quest Angriff ist auf jeden Fall abgeschlossen. Gorna Cruz ist leider gefallen, sehr, sehr schade. Die Quest Novize Andur ist gescheitert. Warum auch immer. Balukor wünscht, dass ich den Novizen Andur zu ihm schicke. Er soll wohl in der Vorhalle der Mine sein. Andur war hellauf begeistert, dass ich seine Mission unwissentlich schon erledigt hatte. Da bin ich jetzt überfragt. Also scheinbar haben wir die Quest zwar erledigt, aber irgendwie ist sie gescheitert. Und das Ganze jetzt erst nach Kapitelwechsel. Sehr, sehr sonderbar. Ansonsten haben wir noch genau diese Quests vor uns. Wie gesagt, Führungslos scheint weiterhin die Hauptquest zu sein. Denn Cor Kruchot und Cor Elvado sind ja immer noch nicht ganz vollends wissend, was es jetzt hier alles auf sich hat mit dem ganzen Gedöns und dem Erleuchteten und so weiter und so fort. Also wir können jetzt hier eine Quest noch von Diego annehmen, was wir auch tun. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich wieder ziemlich frei in der Kolonie herumbewegen und Quests erledigen. Wie gesagt, du, die Sache mit Andur ist jetzt ein bisschen sonderbar. Eventuell könnten wir die ja noch erledigen vor Kapitelwechsel, wobei ich jetzt fairerweise sagen muss, dass ich da keinen Spielstand mehr habe. Aber ich glaube, während dieser kleinen Nebenquest hier alles nochmal zurückzusetzen, wäre Quatsch. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.